Aber dann sollten wir vielleicht nochmal so kleinere Flaschen kaufen. Wir können ja nicht auf die Wandertour diese dicken Dinger haben. Du kannst sie doch umfüllen, die kleinen. Ja, aber ich habe eine halbe. Heute Nacht waren wir alle im Warmen, das ist sehr schön. Für zwei Tage. Aber zu siebt in einem Zimmer war. Du kannst schon eine Literflasche kaufen. Ja, genau. Heute geht es weiter. Ja, die kleinen auch. Ich habe auch eine halbe. Also eine Literflasche. Man kann halt dann genau. Also genau. So, Autos sind wieder gepackt. Es kann wieder losgehen. Wir verlassen Karakul. Diese Geisterstadt. Wir haben gestern noch den Bürgermeister, oder einer aus unserer Gruppe hat den Bürgermeister getroffen. Die meinten, hier wohnen 800 Leute. Und man weiß überhaupt nicht, wo die hier sind. Ist niemand da. Sieht total leer aus. Nee, aber es geht jetzt demnächst los. Wir müssen mal schauen, wie es so läuft. Wir fahren heute über Murgab und dann weiter bis nach. Wie ist es? Weiß ich jetzt nicht. Muss nachher nochmal nachfragen. Wir haben eigentlich zwei französische Backpacker mitgenommen gestern. Die wollten eigentlich wieder mit uns mitfahren, aber irgendwie sind die aufgetaucht. Tja. Schade. Selbst schuld. Genau. Deswegen. Wieder, wahrscheinlich wieder eine Autofahrtmontage. Wir dachten zuerst, es gäbe hier gar keine Tankstelle, weil die Zapfhähne nicht an diesem Ding da dran sind, in dieser Station, die wir normalerweise kennen, sondern die hier echt so zwei Dings haben. Und dann füllen die das hier gerade in den Kanister ab und das können wir dann bei uns im Tank tun. Und hier ist Öl. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Petrol from Osh. Okay. Ja. Yeah. Das ist jetzt Murgab. Das war wohl früher eine Militärbasis der Russen. Und hier ist immer noch eine Station der tadschikischen Armee. Also ganz eigentlich ein künstlicher Ort. Also nicht irgendwie einer, wo die Leute jetzt hingezogen werden, weil es hier irgendwie Wasser gibt. Der Ort irgendwie besonders fast hingeflogen. Sondern einfach nur, damit es irgendeine Art von Zwischenbasis gibt auf dem Weg durch den Pamir. Ja, und es ist voll die Geisterstadt wieder. Aber ein bisschen mehr los und so eine Containerstadt dazwischen. Wir gehen gleich mal auf den Bazar, glaube ich. Gucken uns das mal an. Das scheint ganz interessant. Also einmalig so zu sein. Interessant, gucken wir gleich mal. Irre dieser Ort. Viel versprochen? Nee, ne? Nee, vielleicht. Wir sind ja hier immer noch über 4000 Meter. Das heißt, hier wächst absolut gar nichts. Alles, was hier an frischen Sachen ist, wird importiert. Entweder aus Kirgisistan noch oder aus Horok, wo wir noch hinfahren. Weil hier echt überhaupt nichts wächst. Das ist ein irrer Ort. Das ist irgendwie
Containern. Dann die Leute da drin. Es ist wohl gerade Mittag, also es sind wohl viele gerade in der Pause. Aber wir versuchen noch ein bisschen große Wasserflaschen zu kriegen. Und ein, zwei Leute haben tadschikische SIM-Karten, die wollten sie aufladen, damit wir erreichbar sind. Okay. Schafe gibt es diesmal. Aber es gibt eine Toilette mit Spülung. Wuhu, ein Pumpsklo. Das ist doch nicht schlecht. Und wir schlafen heute Nacht, also wir vier schlafen heute Nacht in der Jurte. Das ist natürlich auch total cool. Jetzt zeige ich euch mal, man muss immer die Schuhe ausziehen vorher. Alle mal winken! Hallo Internet. Hallo Internet, genau. Und sie werden sogar heizen heute Nacht, das ist natürlich cool. Gucken wir mal, wie warm es wird. Hier ist auch nicht hier geschummelt beim Joten. Oh, jetzt wird es aber warm hier. Mhm. Hier gibt es zwei Babyjacks. Sind die nicht süß? Die machen so ganz witzige Geräusche. Vielleicht macht das gleich nochmal. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das machen. Ich dachte, das macht wie eine Kuh oder so. Aber es macht so ein Grunzen. Mal. Vielleicht haben wir Glück. Hm? Talk to me. Hier ist noch ein weißes. Thank you.
Steyrk. Wie so ein kleines Schweinchen. Total. So, wir liegen in der Jurte. War nochmal im Banja. Heute durften wir wieder ins Banja. Das war super geil. Wir haben uns einen Guide getroffen. Der ist Khalil, der hat in Wien studiert und spricht fließend Deutsch. Er ist sowohl Tierarzt, studierter Tierarzt, als auch, weil hatte noch einen zweiten Master gemacht in irgendwie, was war das? Wildökologie. Wildökologie, also total spannend. Und mit dem werden wir dann morgen echt mit so ein paar Yaks und ein paar Pferden oder so 5 Stunden durch ein Tal wandern und dann im Zelt übernachten. Und dann früh morgens am nächsten Tag, wenn wir dann Wild beobachten können und so, das finde ich total cool. Das ist echt, glaube ich, voll das Highlight. Freut mich total. Und der Khalil ist total nett. Ich glaube, der hat das gut im Griff. Genau, total sympathischer Mensch. Fühlen wir uns alle gut aufgehoben. Das ist ja immer viel wert schon. Genau, deswegen. Morgen wieder zurückgemeldet. Und dann versuche ich mal, ob ich die GoPro irgendwie an einem Jackhorn festhalten machen kann oder so. Das wäre, glaube ich, witzig. Dann machen wir Jack-Cam. Das machen wir, Jack-Cam. Das ist eine gute Idee. Irgendwie sowas. Bis dann. Ja, ihr müsst singen. Heidi, Heidi, meine Welt sind die Berge. Wir sind jetzt hier in den Bergen. Ein paar die Wildtiere hier, das ist so interessant. Die sind schwul hier, die Böcke. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Wir brauchen gar nicht mehr jemanden, dem Jagd wandern. Das Nein, ist alles hier zu Hause. Alles gut. Guck, jetzt gehen sie für die Ewigkeit einander. Guten Morgen, guten Morgen. Heute ist Mittwoch. Der 16. glaube ich, ja. Und heute geht es auf Jagdtour. Das ist, glaube ich, echt spannend. Ich freue mich total. Wir haben jetzt hier alle langsam unsere Sachen zusammengepackt und gefrühstückt. Ich glaube, immer Spiegeleier und Tee. Jetzt cremen sich alle mit Sonne ein, denn es ist strahlend blauer Himmel. Wir sind jetzt 5 Stunden mit Jags oder zu Fuß unterwegs, je nachdem, was man möchte. Ja, ich dachte, ich zeige euch nochmal das Haus, wo wir gewohnt haben, weil das war ganz cool eigentlich. Wir hatten sogar eine Toilette mit Spülung. Ein bisschen ungewöhnlicher. So. Ich habe auch noch 50er Spray sonst. Das ist auch super. Ich habe mir in den Haaren, das bleibt dann immer so. Ja. Und das hier da das Haus. Hat man hier immer so einen kleinen kleines Waschbecken zum Zähneputzen. Dann gibt es mehrere Zimmer, rechts und links. Hier zum Beispiel. Also dann alles mit Teppichen ausgelegt und dann legen sie einem immer diese Matten hin, auf denen man pennen kann. Das ist auch ganz angenehm. Ein schönes pinkes Zimmer. Und dann hier neben gibt es sogar einen Tisch, an dem man hochsitzen kann. Sonst sitzt man immer auf dem Boden. Auch ganz angenehm. Sie hier richtig schön gemacht. Strom und alles. Uns ging es hier richtig gut gestern. In der Jurte war es auch schön warm. Da haben sie abends noch geheizt sogar. Dann sind wir immer schön kuschelige Jurte. Ja. Wie geht's dir, Lara? Ja, mir geht's ganz gut. Ja? Also ich freue mich jetzt auf die Jagdtour. Ja, wer nicht, ne? Das stimmt ziemlich cool. Ich glaube auch, das wird mega. Soll ich dann nochmal machen? Nein, danke. Ich versuche immer meine GoPro an irgendeinem Jagd zu befestigen und dann machen wir eine Jagdcam. Ich habe ein paar Gummibänder dabei. Mal gucken, ob das klappt. Woo! Very good. And how is it?
comfy. Kaydı bastı. Kaydı getti.